Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft, meine lieben Freunde. Und was machen wir heute? Na, das gleiche, was wir gestern auch gemacht haben. Wir kämpfen gegen den Papagei, der kein Papagei ist. Und ja, in der Zeit futtern wir erstmal was. Weil sonst sieht es schlecht aus mit den Kampffähigkeiten. Ich habe das Mikrofon mal wieder ein bisschen näher in meinen Mund gemacht. Ich hoffe, ich atme nicht zu krass rein. Mir ist aufgefallen, im Laufe der Zeit habe ich das immer ein bisschen weiter von mir weggemacht. Ne? Am Anfang hatte ich immer das Mikrofon direkt vorm Gesicht klatschen. Und den Popschutz direkt an den Lippen. Mal gucken, wie es so ist. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall freut mich schon mal eins, nämlich, dass wir das letzte Mal keine Soundprobleme hatten, wie ich am Ende der Folge befürchtet habe. Und deswegen können wir jetzt hier gleich weitermachen. So, also wenn ich gleich sage, dann meine ich mein gleich. Ihr musstet leider eine Woche warten, aber so eine Woche geht ja auch schnell rum, ne? So, das kann ich noch ernten? Ne, kann ich nicht. Doch, jetzt. Ah ne, Kartoffelpflanzen, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte ernten. Ernten kann ich noch nicht hier. Okay, ist ja nicht so schlimm. Dann können wir die Kartoffel wenigstens hier drauf tun. Einmal hier wieder auffüllen alles. Na komm, dann machen wir in der Zeit. Machen wir das Ding hier nochmal voll in der Zeit. Geht das hier nicht? Ne. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Wie viel passt denn da rein? Sieben? Ne, sechs. Sechs mal Wasser. Sehr schön. Machen wir das auch voll. Bis der da fertig ist, die Kartoffel, ne? Upp, was war das denn? Sind wir ein bisschen untergetaucht, gerade unter die Welle? Kann gut sein, ne? Der Sturm ist halt immer noch nicht vorbei. Aber gut. Wir brauchen, eigentlich ist nur wichtig, dass wir Essen und Trinken dabei haben, dass wir bei Bedarf jederzeit uns regenerieren können. Vier Stück ist nicht viel, aber mehr als null Stück. Ne? Das ist die Erkenntnis des heutigen Tages. Vier ist nicht viel, aber mehr als null. So, können wir hier schon mal was rausnehmen? Oh, geht ganz schön schnell, ne? Ja, dann würde ich sagen, essen wir noch was. Können wir jetzt die Dinger hier auch schon ernten? Ja, die würde ich nämlich auch sehr gerne mitnehmen. Ja, das bringt doch alles richtig viel. Können wir die auch nochmal voll machen, schnell hier. Zack, 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 zack. Wie, das war schon? Die noch. Kriegt man jetzt weniger Samen? Oha. Das ist blöd. Können wir aus den... Hey. Können wir aus den Viechern neue Samen gewinnen? Hieraus? Das wüsste ich natürlich gern. Naja gut, komm, wir essen, snacken das hier mal kurz ein bisschen weg. So, das sollte erstmal reichen. Dann legen wir das dahin. Da haben wir Essen, Trinken genug. Dann schnell jetzt aber los, bevor wieder Nacht wird, ne? Bei eigentlich... Warte mal, ist das Abend oder morgen? Was beobachten? Hm, ich werde nicht schlau draus. Es müsste Abend eigentlich sein, ne? Kann man das hier im Schatten erkennen, ob die Sonne runtergeht? Ich glaube, da geht es immer runter, ne? Oh ja, die geht unter. Ja, komm, da müssen wir jetzt gar nicht losgehen. Das bringt ja überhaupt nichts. Dann warten wir jetzt erstmal ab. Und gehen schlafen. Ganz entspannt. Und starten wir halt am nächsten Tag. Oh, 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 oh. Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Komm, weg, 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 weg. Ah, natürlich nicht. War klar, wir haben kein Holz mehr. Kann er das? Nee, kann er noch nicht uns das Ding wegknabbern. Holz müssen wir noch besorgen. Gut, dann gute Nacht, meine Freunde. Ach, es ist noch tagsüber. Okay, dann eben nicht. Na, gucken wir halt den Sonnenuntergang an. Ach, wie schön, der Sonnenuntergang ohne Sonne. Wisst ihr, was das Positive daran ist? Wenn keine Sonne da ist beim Sonnenuntergang, man kann sich nicht die Augen verbrennen, wenn man reinguckt. Aber wichtig natürlich, dass die Spiegelung, die Reflexion da ist von etwas, was nicht da ist. Das beweist ja, dass es eigentlich doch da ist. Viele Weltentheorie oder so ähnlich, weiß ich nicht. Können wir jetzt schlafen? Ist jetzt Nacht? Nee, nee, jetzt. Hallo? Rechts, links? Nacht? Gute Nacht.
Immer noch Tag. Mensch, ist doch dunkel. Sandmann war schon da, ich will schlafen. Immer noch nicht. Jetzt ist das Licht weg. Ja. Klar, die Reflexion muss erst zur Gänze verschwunden sein. Jetzt können wir das hier noch mitnehmen. Können wir auch gleich wieder 4 neue drauflegen. Wir kommen zu nix. Wir kommen hier niemals wieder weg. Wir die ganze Zeit am Sachen machen sind. Habe ich die Aufnahme überhaupt gestartet? Ja, habe ich. Pas mal, très bien, magnifique. Okay, jetzt kriegen wir es hin, oder? Viel Power hat der nicht mehr, der Bogen. Ich habe mir nochmal die Aufnahme angeguckt. Wir haben ganz schön verkackt, ne? Auf Distanz sind wir ziemlich low. So weit fliegt er nicht. Wahrscheinlich ist der Metallpfeil besser. Der verzieht wahrscheinlich nicht so krass. Noch ist das Wildschwein nicht wieder da, oder? Wollten wir nicht unten rumgehen? Da war doch was, ne? Dann machen wir das jetzt auch mal. Weil da muss er nämlich bei uns landen und dann können wir ihn besser angreifen. Wobei, muss er bei uns landen, nur weil wir unten rumgehen? Ich weiß es nicht. Eigentlich auch nicht. Kann auch woanders landen. Oh, das Essen und Trinken schon wieder weg. Ich flippe aus. Da vorne, da kommt gleich seine Area. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Geier, komm doch her. Ich hau dir auf die Mütze. Mit meinem Pfeil. Guck, wenn wir hier drunter sind, müssten wir doch safe sein, oder? Müssten wir eigentlich... Nee, jetzt sag nicht, dass... Oh. Hä? Wo ist denn hin? Da. Jetzt holt er da oben seinen Kram, oder was? Das gibt's doch nicht. Komm jetzt gefälligst hier runter, Geier. Ja, ich hab's nämlich befürchtet, dass der uns... Ich wollte gerade sagen, der greift uns nicht an, wenn wir hier unten sind. Hat er jetzt doch gleich einmal gemacht. Jetzt lässt er uns in Ruhe, oder was? Können wir hier auch hoch? Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da, ich flippe aus. Nein, jetzt holt er sich da seine Munition. Das kann doch nicht wahr sein. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, wir haben ihn aber nochmal getroffen. Aber er uns auch. Verdammt. Komm, regeneriere schneller. Wir gehen in unseren Safe Point. Ich hoffe, der ist auch safe. Ich meine, wir sind jetzt komplett voll. Wir müssen jetzt eigentlich schneller regenerieren. Ach, ey. Wir haben ihn zweimal getroffen, ne? Wenn er so Federn droppt, dann heißt das, er ist raus. Was? Ey, das kann doch nicht sein. Was ist das für ein Kack-Save-Point? Wir haben ihn nicht gespeichert vorher, ne? Moment, wieso? Welt gespeichert. Wieso speichert er denn immer automatisch die Welt, wenn wir sterben? Hauptmenü. Ja, Spiel beenden. Ja, meine Freunde, da müssen wir jetzt nochmal durch. Ne? Hier gibt es auch wieder ein paar neue Hintergrundbilder. Ne? Das sind jetzt irgendwie privat gebaute. Hier oben sehen wir immer, wer das war, wer es gebaut hat. Und dann könnte man das nachbauen oder so. Ich weiß nicht, sieht eigentlich schick aus. Hm, Farbe, das müssen wir auch mal machen, ne? Welt laden. Vomiere. Niemand kann beitreten. Das ist heute und zwar eben gerade gewesen. Dann gucken wir mal die Welt-Backups an.
22:02. Das muss er gewesen sein, ne? Laden wir mal den 22:02. Weltladen. Ja, gucken wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Weil, als wir es das letzte Mal hatten, hat es ja immer nicht geklappt. Da sind wir ja immer ohne unser Inventar gestartet. Und das war, glaube ich, ein bisschen buggy, weil das kann nicht Sinn der Sache sein, dass man so Word-Backups erstellt, oder? Das kann nicht Sinn der Sache sein. Huh. Ey, das war genau so das letzte Mal. Das war genau so das letzte Mal. Das haben wir dann 100 Mal probiert und es hat nicht geklappt. Wartet mal, ich muss mal kurz hier mein Mikrofon umstellen. So, geht das so? Ich muss mich mal aufrechter hinsetzen, weil ich gerade erbost bin. Ich bin sehr erbost gerade. Aufgeben und wiederbeleben. Ja, darauf wollen die hinaus, ne? Absoluter Klassiker. Absolute Klasse. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich meine, ich habe doch bewusst nicht auf Hardcore. Wieso ist die Chatbar da? Geh weg. Warte mal. Ich hab die Schnauze voll, Mann. Der Bolle hat die Schnauze voll. Ja, das hilft ihm aber auch nichts. Wir droppen ja auch unser Inventar nicht, ne? Das heißt, unser Inventar ist jetzt weg. Ich weiß, wenn man auf einfach startet, dann verliert man nicht das Inventar, wenn man stirbt. Auf Hardcore ist vorbei. Okay, macht er den Moonwalk oder was? Bei ihm läuft richtig hier. Ja, moin. Kannst du uns das beibringen? Hallo? Was ist Ihre Mission? Guten Tag. Er hat ein bisschen sehr komischen Körperbau, ne? Anatomisch fragwürdig. So eine Mischung aus Lama, Ziege, Schaf und Springfloh. Froschschenkel hat er. Na? Moin. Sie haben da was in Ihrer Zahnlücke. Tja, ich kann dir leider nichts antun, weil ich habe ja nichts. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Weil ich habe ja gar nichts mehr. Freunde, ihr wisst, was ich gesagt habe letzte Folge. Das soll hier ganz entspannt eine Runde hier zum Runterkommen, ne? Nach einem anstrengenden Lerntag. Aber irgendwie ist hier ein bisschen der Wurm drinne. Vor allem ist das auch echt teuer. Wir haben ganz schön teure Sachen verloren. Ich meine, die meisten waren eh schon aufgebraucht. Aber, oh. Hier Metallpfeile. Vielleicht hätten wir die einfach mal nehmen sollen. Eine Schaufel. Wir haben halt nix, ne? Gar nichts haben wir. Ja, Wahnsinn. Das kannst du doch keinem erzählen hier. Wir haben ja auch irgendwie keine Kiste mit so Notfall-Equipment oder so. Ich bin ein bisschen stinkig gerade. Was packen wir denn jetzt da rein hier? Planke, Stein und Seil. Freunde, wir haben jetzt ein großes Problem. Wisst ihr, was für ein Problem wir haben? Wir haben keine Planken mehr. Und wenn wir keine Planken haben, können wir keine Axt bauen. Und wenn wir keine Axt bauen können, können wir kein Holz looten von der Insel. Das heißt, wir können nur Holz hier vom Wasser. Und seht ihr hier viel Holz? Genau, ich auch nicht. 2 oder 3 und jetzt kommt bestimmt gleich der Hai. Und tötet uns, ne? Wir haben halt nix. Keine Waffe. Ach, herrje. Hä, wo ist der Hai? Ich will es gar nicht wissen. 2, wie viele Planken brauchen wir denn? Kurz gucken. Gott, 6? Ja genau, 6 Planken. Weil ich das auch schaffe. Schon kein Leben mehr? Ja, komm. Hi. Hi, wie geht's, ey? Gar keinen Bock. Heute wieder sterben. Gar keinen Bock, ey. Was ist denn hier los? Aufgeben und wiederbeleben. Jetzt haben wir natürlich auch die Planken da weggeerntet. Jetzt sind sie ja auch nicht mehr da. Wie bescheuert. Ich hab die Schnauze voll.
Ja, Mann, du sagst es. Ich auch. Aber richtig. Wir führen hier schon Selbstgespräche hier auf unserem Floß. Da wollen wir hoch. Da oben. Da sind bestimmt coole Sachen. Ich meine, muss sich ja lohnen, ne? Und sind die Planken jetzt weg? Jo, die Planken sind weg. Oh, das. Nee. Doch, das ist Plastik. Wir können ohne Axt das hier nicht abernten. Ja, und gegen die Haiattacken können wir uns auch nicht wehren. Hören die eigentlich auf, wenn wir uns entfernen von dem Boot? Gibt es hier keinen anderen Weg hoch? Ich vermute mal fast nicht. Was ist denn, wenn wir schnell sind, wenn wir einfach an dem vorbeilaufen? Ich meine, wir haben jetzt Hunger und Durst auch nicht mehr. Wir haben auch unsere Flasche verloren. Oh, das ist immer so schmerzhaft, ne? Wenn man den ganzen Kram verliert. Was war denn hier doch gleich? Eine Planke vielleicht? Hier ist so eine Monsterspinne oder so. Hier waren wir schon, ne? Hier waren wir schon. Geht's hier weiter? Nee. Es konnte man hier irgendwie diese Erde, irgendwas konnte man hier auch mit der Schaufel abarbeiten. Aber wir haben ja keine Schaufel mehr. So ruhig geworden, das Spiel, ne? Gar kein Geräusch mehr. Freunde, ich weiß auch nicht, ob das jetzt was bringt, dann auch einfach nochmal hinzulaufen, auf gut Glück. Ich meine, wir sind halt echt nicht schnell, ne? Ein bisschen ausweichen konnten wir schon. Also ein paar Mal hat es geklappt, aber irgendwie habe ich den Dreh noch nicht so raus. Jetzt hier irgendwie mal was Essbares finden, wäre auch sehr nett. Wir probieren es einfach. Ansonsten, ich sage euch, wie es ist, ne? Wenn wir jetzt sterben, mache ich aus. Dann gucken wir. Dann müssen wir halt erst mit dem Floß ein bisschen rumfahren. Und ein bisschen Sachen looten. Oder wir fahren erstmal weiter. Komm, wir versuchen es jetzt einfach. Ja, komm, hol dir deinen blöden Stein, du Blödmann. Müssen wir halt erst die Mission weitermachen. Vielleicht ein bisschen leveln. Ah, ich habe es nicht geschafft. Schade. Ich laufe jetzt einfach weiter. Vielleicht schaffen wir es. Aber wahrscheinlich kommt hier gleich das nächste Tier. Ich glaube, wir müssen ihn töten, sonst wird er uns verfolgen. Es ist eigentlich ziemlich sicher, dass er das machen wird. Geht's denn lang da? Da kommt er. Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Wir sind ausgewichen. Okay, jetzt braucht er wahrscheinlich ein bisschen, bis er den nächsten. Was bist du denn? Greifst du uns an? Nee, ne? Oh Gott. Steinbock? Ein Widder? Keine Ahnung. Okay, kommt er wieder? Der hat noch gar keinen Stein. Wenn er keinen Stein hat, kann er uns auch nichts, ne? Lässt er uns jetzt in Ruhe? Ja, wir haben. Wir sind einfach durchge. Wir sind einfach durchgerusht. Ey, wir sind doch richtige Pros. Andere machen hier einen auf Panik, ne? Und wir? Zack, einfach durch. Jetzt kommt hier bestimmt noch eine Schlange oder irgendwas. Was ist das? Hier eine Kiste. Was ist hier wohl drin? Dein Ernst? Das ist der Loot? Einfacher Fischeintopf? Paar billige Seile? Guck mal, das ist unsere. Boah, sind wir hoch. Boah, vor allem, was haben wir denn für eine Festung? Einfach mal als fahrbaren Untersatz. Warte mal, wie konnte ich denn das ausmachen hier? Das hat so eigentlich ein ganz geiles Bild, oder? Ist das geil? Ich weiß nicht, mach mal einen Screenshot. Ich vergesse es eh wie immer, wenn ich einen Screenshot mache. Bei der Post-Production. Da, warte mal, da oben ist noch was. Da ist noch eine Funkstation, da müssen wir hin. Rote Beeren. Sehen die anders aus? Kam mir irgendwie gerade so vor, als hätten wir es noch nicht gehabt. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Sterbe ich dann? Du blöder Geier. Macht mich jetzt aber glücklich, dass wir jetzt hier durchgekommen sind. Mit einem blauen Auge. Müssen uns beeilen, weil wir haben gleich kein Trinken mehr. Können wir die Beere essen? Ah ja, okay. War jetzt nicht so viel, aber besser etwas Beere als gar keine Beere. Komm, spring da hoch jetzt mal hier. Ja, hier sind noch mehr Beeren. Direkt essen. Oh.
Was ist das hier? Eine große Kiste. Ich hoffe, hier gibt es ein bisschen was Besseres. Scharniere. Ein Glibber. Ja, das war's schon, ne? Noch nicht mal irgendwie ein Story-Element hier? Ja, hier ist so eine Funkstation. Hier ist nichts Story-Technisches, oder? Nicht, dass ich wieder an was vorbeilaufe. Hey, das war's hier auf der Insel? Dafür dieser ganze Kladderadatsch? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das glaube ich nicht. Glaubt ihr das? Guck mal, wir sind fast über den Wolken. Also, fast eigentlich überhaupt nicht, aber egal. Hier ist jetzt nichts mehr? Das ist der Mond, okay. Hallo Mond. Wo ist unser Floß? Bin schon ein bisschen enttäuscht, da ist unser Floß, das, was da so leuchtet. Also so ein bisschen mehr erhofft hatte ich mir davon, ehrlich gesagt, schon hier oben. Ich dachte, dass hier irgendwas Cooles kommt. Ich meine, gut, wir haben jetzt wieder ein bisschen Rohstoffe hier. Glas. Glas, auch schön, dass wir Glas haben, aber ist auch nichts so Besonderes, ne? Ich habe keine Lust runter zu laufen wieder an dem Ding. Ich will eigentlich springen, aber ich glaube, wenn ich von hier springe, gibt es wahrscheinlich schon Fallschaden. Ne? Müsste ich wahrscheinlich direkt ins Wasser treffen. Oh, der Mond geht auf, das ist cool. Dann würde ich sagen, ich meine, wir haben es jetzt hier hochgeschafft. Zu dieser komischen Funkstation, die irgendwie keine Funkstation ist. Und ja, gucken wir mal, dass wir hier morgen wieder runterkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen an, bis zu dieser Stelle und also ich denke mal, wir haben jetzt diese Insel abgegrast, oder? Haben wir irgendwo was übersehen? Gibt es noch was wir machen können? Ich meine, die Tiere einfangen können wir, glaube ich, noch nicht. Da fehlt uns das Equipment, ne? Aber ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten fahren wir weiter. Nächste Folge. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Alles klar, bis dann, euer Bolle. Ciao, ciao.